Heute zeige ich euch den wahrscheinlich besten Weg, um Shiny Zapifoy außerhalb eines Outbreaks fangen zu können. Ihr benötigt dazu das DLC, die Indigo-Blaue Scheibe. Falls ihr viele weitere Shiny-Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like da. Stellt zunächst sicher, dass ihr folgende Zutaten bei euch habt. Zweimal Salat, einmal Tomate, einmal Zwiebel, einmal grüne Paprika sowie zwei beliebige Geheimgewürze. Kombiniert allerdings bitte nicht süß und sauer sowie sauer, sauer und süß, süß. Diese Kombinationen funktionieren nicht. Alternativ könnt ihr auch ein salziges Geheimgewürz, ein saures Geheimgewürz sowie ein Salatblatt verwenden. Habt ihr euer Tower Sandwich dann fertig, dann müsstet ihr Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 Pflanze haben. Wo begeben wir uns also hin? Der beste Spot, um Shiny Zapifoy zu fangen, ist dieser hier. In dieser weißen Fläche an diesem See. Zwar können wir hier Zapifoy nicht single encountern, denn hier spawnen auch noch Kokowai. Doch ihr seht schon, hier spawnen überall auch Zapifoy. Die Kokowai stören uns dabei nicht. Warum ausgerechnet hier? Auf dieser weißen Fläche ist Zapifoy am leichtesten zu erkennen und somit auch schneller zu unterscheiden, ob ihr ein Shiny habt oder nicht. Die Shiny-Version von Zapifoy ist etwas dunkler als die normale. Und ihr seht, hier spawnen schon eine ganze Menge Zapifoy, also es sollte nicht allzu schwer sein, trotz der paar Kokowai ein Shiny zu finden.